sogar meine Frau muss zum TÜV-Taunus. Wo anders mehr TÜV mache, außer hier. Ihr lieben Freunde, immer wieder kommen Kunden zu uns, die sich hilfesuchend an uns wenden. Warum? Sie hatten einen unverschuldeten Unfall, rufen an bei Ihrer Versicherung und dort wird Ihnen suggeriert, gehen Sie und lassen sich einen Kostenvoranschlag machen. Die Kunden machen das, reichen den Kostenvoranschlag ein und dann wundern sie sich, dass sie nicht das alles bekommen, was da draufsteht. Und dann werden wir gefragt. Und das ist ein Thema, was ganz, ganz heikel ist. Was ist der Unterschied zwischen einem Kostenvoranschlag und einem Haftpflichtgutachten bei einem unverschuldeten Unfall? Die Frage ist so heiß, dass ich an den George weitergebe. Danke, Ingo. Hallo, liebe Freunde. Der wesentliche Unterschied zwischen einem Kostenvoranschlag und einem Gutachten ist, dass bei dem Kostenvoranschlag nur die Reparaturkosten festgestellt werden. Doch was ist mit der Nutzungsausfallentschädigung? Was ist mit einer eventuellen Wertminderung? Und ist so ein Kostenvoranschlag überhaupt, wenn es zu einer Streitigkeit kommt, rechtskräftig? Das heißt, kann der Rechtsanwalt hinterher was damit anfangen? Ja oder nein? Leider nein. Deswegen, liebe Freunde, wenn ihr einen Schaden habt, lasst euch nicht dazu verleiten, nur einen Kostenvoranschlag zu machen, sondern kommt zu uns, lasst ein richtiges Gutachten erstellen, ein Haftpflichtgutachten, damit ihr auch auf keinen eurer Kosten sitzen bleibt. Und okay, verstehe ich. Was ist jetzt bei dem Haftpflichtgutachten noch besser als beim Kostenvoranschlag? Ich denke mir jetzt so, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mietwagen brauche oder ich habe einen Nutzungsausfall? Genau, der Nutzungsausfall ist ein ganz wesentlicher Punkt. Denn wenn das Fahrzeug repariert wird, kann ich in der Zeit mein Fahrzeug nicht nutzen. Es entsteht eine Nutzungsentschädigung, die eigentlich entschädigt werden muss, also ein Schaden, der nicht entschädigt werden muss. Und der ist in einem Kostenvoranschlag, wird er niemals erwähnt. Ja? Wow. Genau. Und genauso wie die Wertminderung. Die Wertminderung wird beim Kostenvoranschlag nicht ermittelt. Wow. Also wenn ihr einen Wagen verkauft, kommt es weniger Geld, weil er einen Unfall hatte. Genau. Dann ist Und da ist die Wertminderung. Wow, super. Aber jetzt habe ich mir gerade eben so überlegt, was ist, wenn es der Kunde sich einen Kostenvoranschlag geben lässt, reicht ihn ein bei der Versicherung, bekommt dann in seinen Augen zu wenig Geld und möchte dann ein Unfallgutachten uns erstellen lassen. Ist das möglich? Das ist möglich, ja. Sofern er nicht die Versicherung gebeten hat, die Versicherung ist dann natürlich, einen eigenen Sachverständigen rauszuschicken. Okay. Das müsst ihr dann nur dankend ablehnen. Dann sagen, werde doch meinen eigenen Sachverständigen hinzuziehen. Und wenn die Versicherung doch kommen möchte, kann sie das jederzeit. Aber man darf als Kunde nicht zustimmen, weil dann hat man schon einem Gutachten zugestimmt und hat kein Anrecht auf ein zweites Gutachten. Das ist das Einzige, was ihr beachten müsst. Also Kostenvorschlag kann man einreichen. Wenn man sich darüber ärgert, kann man ein Unfallgutachten erstellen lassen von einem neutralen, objektiven Sachverständigen, so wie wir es sind, oder? Genau. Okay, George, vielen Dank für die tolle Aufklärung. Ihr wisst, wenn ihr euer Recht durchsetzen wollt, Haftpflichtgutachten erstellen, nicht abspeisen lassen mit dem Kostenvoranschlag. George, vielen Dank. Gerne. Das war's für heute. Macht's gut. Bis demnächst. Sogar meine Frau muss zum TÜV-Taunus. Ich lasse nirgendwo anders mehr TÜV machen, außer hier.